So, meine Lieben, willkommen zurück zu Let's Play Zeus. Wir sind immer noch dabei, irgendwie unsere Armeen aufzubauen. Wir haben drei Triremen, die uns im Kampf unterstützen. Wir haben Delos und Sardis noch nicht erobert. Und ich denke auch nicht, dass das was wird, wenn wir keine weiteren Waffen bekommen. Nun haben wir ja eine weitere Waffenlieferung erhalten. Wo die allerdings hingekommen ist, ich habe keine Ahnung. Ich schätze mal, das haben sich die hier unten eingekrallt. Denn bisher sehe ich hier oben noch keine. Oder die Waffen sind noch unterwegs, aber das glaube ich nicht. Denn dann würden wir denjenigen ja hier rumlaufen sehen. Also irgendwo sind Waffen verschwunden, ich habe keine Ahnung wo. Soll mir auch mittlerweile egal sein. Hauptsache wir bekommen irgendwann mal welche. Das heißt, wir leben jetzt einfach so in den Tag hinein, versuchen irgendwie an Plus zu kommen, was unsere Bilanz angeht. Das Glückliche ist, dass wir den ein oder anderen Steuereintreiber schon hier haben. Wir könnten noch einen bauen, der dann hier aufpasst, dass die Steuern eingetrieben werden. Ja. Ich muss mal gerade überlegen. Also ich werde jetzt hier eine Sperre hinbauen. Amphipolis verkauft mehr Bronze. Das bringt mir nichts, weil ich selber keine Rüstung herstellen kann, oder? Nö. Immer noch nicht. So, da haben wir jetzt eine Sperre. Das heißt, wir haben hier noch keinen Architektenposten. Marathon schenkt Wein. Später. Wein brauche ich im Moment nicht. Wein kann ich selber produzieren durch die Reben, die ich einkaufe. Ich baue jetzt hier oben einen Architektenposten und ein Steuerbüro hin. Marathon schenkt wieder Wein. Ja, ist doch gut, meine Güte. Steuerbüro. Ich brauche keinen Wein. Schenkt mir reinen Wein ein. Schenkt mir lieber Waffen. Damit könnte ich eher was anfangen. Als mit dem Rest hier. Ich bin ja froh, dass der hier unten wenigstens jetzt seine Waffen hat. Wie viel hat er noch? Drei Stück. Die liegen zur Auslieferung bereit. Marathon schenkt wieder Wein und es hat leider nicht geklappt. Sie konnten den Wein nicht einlagern. Ist nicht schlimm. Wir bekommen jetzt noch ein paar mehr Steuern. Und ich bin gespannt, wie viel der Steuereintreiber hier zusammenkriegt. Theater ist hier, Podium ist hier. Gymnasium ist da. Da ist auch ein Gymnasium. Delos schenkt Drachmen. Annehmen. Bald müsste auch wieder der jährliche Tribut kommen und dann bin ich gespannt, wie viele Rivalen wir eigentlich mittlerweile auf der Karte haben. Das ist recht böse. Wahrscheinlich überreden die mich noch, dann als Vasall einzutreten, wenn das so weitergeht. Genügend Trauben haben wir. Wir importieren kaum noch was. Wir importieren auch kein Kupfer mehr. Beziehungsweise keine Bronze. Jetzt ist Schluss hier. Brauchen wir nicht mehr. Keiner weiß wofür. Der liegt auch bloß da auf der faulen Haut. Die beiden auch. Das ist schön. Alle warten sie darauf, dass irgendwas passiert. Aber es passiert nichts. Weder bekommen wir Geld, noch haben wir die Möglichkeit, irgendwas anderes fertig zu bekommen. Sardis beginnt Invasion. Es ist furchtbar wie so. Ein persisches Heer von Darius, Oberhaupt von Sardis, rückt näher und wird in 2 Monaten versuchen, in die Stadt einzufallen. In 2 Monaten, ja gut, da müssen wir uns freikaufen wieder mal. Wir haben auch keine weiteren Heiligtümer, dass wir irgendwie Schutz von Athene oder sonst irgendwem bekommen. Das ist äußerst nervig. Also müssen wir uns freikaufen, wir haben gar keine andere Wahl. Und wir warten natürlich gespannt auf die Waffen, die da kommen sollen. Sardis beginnt die Invasion. Vorbereitungszeit ist vorbei. Oder? Nee, 1 Monat müssten wir noch haben. Olympia schenkt Olivenöl. Annehmen, Dankeschön. Eigentlich bräuchte ich lieber Waffen. Trotzdem danke. Sardis beginnt die Invasion. 2325 Drachmen, um uns freizukaufen. Invasion bestochen. Ah, Wohnungsmangel verhindert Einwanderung. Daran kann ich jetzt im Moment nichts ändern. Ich brauche keine Leute mehr. Ich brauche Geld. Ich brauche Kohle. Ich brauche Waffen. Ich brauche alles, was uns weiterhilft, um hier weiterzukommen. Ich stelle jetzt die Geschwindigkeit wieder hoch auf 100%. Olympia schenkt Rüstungen. Sehr schön. Amphipolis zahlt Tribut. Außerdem Fisch, Drachmen, Marmorplatten, Weizengarben, alles ist da. Wunderbar. Ein paar Waffen wurden weitergetragen an unsere Leute.
Der hier hat jetzt immer noch 3 Waffen, aber oben haben auch Leute Waffen bekommen. Sehr schön. Dann haben wir jetzt schon mal mehr Hopliten. Olympia bittet um Wein. Hermes hilft ihnen. Das ist aber nett, dankeschön. Olympia schätzt sie mehr. Gut, dass wir Hermes haben. Amphipolis zahlt Tribut. Fisch gibt's auch. Drachmen, Marmor, Weizen und Wolle. Olympia liebt sie. Das ist schön. Schenk mir noch ein paar Waffen und dann spüre ich deine Liebe. Wir haben jetzt 2 Armeen mit Hopliten. Amphipolis verkauft weniger Bronze. Das ist nicht schlimm. Ich kann sie eh nicht umsetzen. Ich kann keine Waffen daraus machen. Es ist so zum Heulen. Olympia schenkt Olivenöl. Ich will kein Olivenöl. Olympia schenkt Rüstungen. Na also geht doch. Amphipolis zahlt Tribut. Die ebenfalls. Fisch, Drachmen und so weiter. Das kennen wir ja nun mittlerweile. Und Wolle. So, Optionen. Geschwindigkeit jetzt runterstellen. Wir sind wieder bei 31.000, haben also wieder Plus gemacht. Und jetzt mit der neuen Geschwindigkeit werden wahrscheinlich auch die Waffen, endlich mal die Rüstungen, an unsere Leute gebracht. Da sind sie. Sie warten nur darauf, geholt zu werden. Option Geschwindigkeit doch nochmal ein bisschen höher stellen. Auf 80%. Nun bin ich gespannt. Da kommt er, der Waffenträger, endlich. Und dann schicken wir unsere Leute noch einmal in den Kampf. Speichern natürlich vorher, bevor denn die anderen auch noch feindlich werden. So langsam habe ich echt schlechte Laune. Kaufen wieder Wolle, das ist okay. Wolle haben wir noch mehr als genug. Das Einzige, was wir hier machen müssten, wäre Olivenöl überall ranzubringen, aber ansonsten sind die Leute relativ zufrieden. Sie bräuchten noch ein bisschen Schönheit, ein bisschen Attraktivität. Aber die kann ich ihnen nicht bieten, dafür ist der Platz zu begrenzt. Ich könnte höchstens an den Stellen, wo noch ein bisschen was frei ist, so wie hier, natürlich noch dafür sorgen, dass die was bekommen. Okay, jetzt ist es endgültig geschafft. Die Waffen werden ausgeliefert. Ich hoffe, er hat auch gleich noch ein paar. 3 Stück sind noch da. Der hat 2. Der hat 2. Der bekommt jetzt auch nochmal 2. 2 und 2. Dann haben alle 2 Waffen. So, nun bin ich gespannt. Wir haben 3-mal Hopliten. Das müsste doch funktionieren. Wir speichern an dieser Stelle. Speichern unter LP05. So, müssen da noch weitere Leute rein? Ja, 4 Bewohner. Auf die warten wir noch. Eventuell sind das dann die Leute, die auch in der Armee eingesetzt werden. Obwohl ich glaube, dass 2 Hopliten schon gleich mit reingezählt werden. Da gucken wir mal, wie viel wir in der Armee haben. Steht nicht bei. Doch, 8 Hopliten sind das. Das sind 2 Hopliten. Und nochmal 8 Hopliten. Wenn das nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. Plus die Triremen, das müsste eigentlich ordentlich knattern in der Büchse. Zeig mir auch mal, wie viele Arbeitslose wir haben. Der Arbeitsmarkt sieht nur gut aus, aber gut ist eben nicht perfekt. Amphipolis verkauft mehr Bronze. Das ist schön, interessiert mich überhaupt nicht. Wir bauen ein paar Gartenhäuser. Lassen jetzt auch Öl zu den Leuten bringen. Und dann baue ich noch einen weiteren Triremenhafen. Vielleicht ist es ja auch an der Seeflotte gescheitert, dass ich tatsächlich 4 Triremen brauche. Wir werden sehen, sprach der Blinde. So, ich baue jetzt hier auch noch ein Monument hin. Das heißt, das kommt weg. Zufriedenheitsdenkmal kommt damit hin. Und dann werden sich die Leute in der Umgebung natürlich wunderbar entwickeln. Ausgezeichnet. Sieht gut aus. Alle bekommen sie jetzt ihr Olivenöl. Viele Leute können noch einziehen, noch Platz für 20 Bewohner. Wir haben also dann ganz, ganz viele Arbeitslose, die wir in einen weiteren Triremenhafen schicken können. Das Gute ist, dass wir noch Bronze haben, aber ich glaube, wir haben keine Waffen mehr, ne? Gut, ist nicht schlimm. Gar nicht schlimm. Wir reißen jetzt hier den Wald ab, bauen eine Straße
Einmal so und einmal so. Und dann bauen wir erstmal einen Triremenhafen. Der kommt hier hin. So, ich hoffe, der geht auch so weit, dass er die beschützt. Benötigte Mitarbeiter ist ganz klar, aber die kommen ja jetzt. Brauchen noch 78 Stück. Okay, ihr bekommt Holz, will ich hoffen. Delos schenkt Drachmen, Dankeschön. Da kommt das Holz. Und so langsam müsste das Heer doch einigermaßen gut gerüstet sein für den Angriff der Barbaren. In diesem Fall sind wir natürlich die Barbaren. So, ich hoffe, dass jetzt auch mehr Drachmen dann in unsere Steuerkasse fließen. Auch wenn wir natürlich 100 Arbeiter in der Armee mehr versorgen müssen mit ihren Löhnen. 50 Leute fehlen noch. Aber da ist auch noch sehr, sehr viel Platz für weitere Bewohner. Und wenn wir wollen, dass sich die hier auch entwickeln, brauche ich bloß ein Denkmal hinzustellen und schon schwuppdiwupp steigen sie auf. Aufgrund der Schönheit. Der gute Hermes steht immer noch da. Sorgt immer noch dafür, dass einiges geschafft wird. Ja. Wenn wir jetzt noch Pferde bekämen, dann hätten wir so viele Reiter. Wir wären so übermächtig. Aber nein, die haben wir ja nicht. So. Bitte lassen Sie mich eine offene Forderung erfüllen. Och, das ist nett. Hermes hilft uns wieder mit einer offenen Forderung. 10-mal Wein. Wir stellen die Geschwindigkeit wieder hoch. Olympia schätzt sie mehr. Bevölkerungszahl erreicht 3000. Amphipolis zahlt Tribut. Körbe mit Fisch gibt es ebenfalls. 400 Drachmen, 8 Marmor, 16 Weizengaben, wovon wir 5 nehmen. Okay. Weitere Arbeitskräfte kommen. Damit ist die Arbeitslosenzahl schon bei 10%. Aber sie bleibt bei 10. Sie stagniert bei 10. Das ist gut. Option, Geschwindigkeit ein bisschen runterstellen. 10 ist immer noch in Ordnung. Ab 11 wird es kritisch. Ansonsten müssten wir noch einen Triremenhafen bauen. Aber jetzt brauchen wir erstmal die Rüstung. Wo bleiben die Rüstungen für unseren Triremenhafen? Olympia, her damit! Der hier wird andauernd mit Steinen beschmissen. Und eigentlich haben wir ein relativ gut ausgerüstetes Heer. Wenn wir das jetzt mal so beobachten, es sind sehr, sehr viele normale Kämpfer dabei. Wir haben sehr, sehr viele Hopliten. Wir haben gleich 4 Schiffe. Olympia liebt sie, das ist schön. Dann gebt mir jetzt endlich meine Rüstung. Bitte. Wenigstens sind die nicht abtrünnig. Ich krieg keine Rüstung. Weder Olivenöl noch Rüstungen. Olympia schenkt Rüstung, na endlich. Es zahlen wieder alle Tribut. So, dann wird jetzt hier der Hafen fertig gemacht. 9 Krüge mit Olivenöl, 7 Krüge können wir annehmen. So, Option, Geschwindigkeit runterstellen. Kriegen jetzt noch ein bisschen Holz und ein paar Waffen hinterher. Datei speichern unter LP05. Und jetzt versuchen wir es noch ein letztes verdammtes Mal. Ansonsten muss ich offscreen weitermachen. Also, Stadt erobern. Mit 3-mal von denen. Unbeschädigten Triremen 4 Stück. Diesmal schicke ich keinen Theseus mit. Ich glaube, das war auch unter anderem einer der Gründe, warum es sehr viele Probleme gab. Amphipolis oder Thermopylae? Ich glaube, ich nehme Thermopylae. So, dann bin ich gespannt, ob es diesmal klappt. Alle fahren sie los. Geschwindigkeit hochstellen auf 90. Wenn wir Delos erstmal haben, dann haben wir einen weniger auf unserer Liste. Dann kann ich auch auf die restlichen Waffen warten. Das ist überhaupt kein Problem. Wir haben ja noch ein paar im Verkauf. Es werden wahrscheinlich ein paar Leute sterben, aber das ist okay. Wenn wir die Unterstützung von Athene hätten, dann hätten wir so wenig Probleme. Ich wollte eigentlich sagen, so viel weniger Probleme. Aber die haben wir nicht. Dummerweise haben wir die nicht. So,
So, wir sind schon wieder fast bei 40.000 Drachmen. Alles ist gut. Alles geht aufwärts. Wir haben die Waffen, wir haben die Drachmen. Wir haben Leute noch und nöcher. Können sogar auf der anderen Seite noch weitere wunderbare Patrizier hinsetzen, die dann für uns kämpfen können. Und ich will jetzt gewinnen. Ich will diese verdammte Festung haben, wollte ich gerade sagen. Diese verdammte Insel. Die mich so viel Zeit kostet. Und so viele Verbündete. Amphipolis verkauft weniger Bronze. Invasion von Delos. Delos niedergeschlagen. Schlechte Neuigkeiten. Das gibt's doch nicht. Laden. LP05. Dann greifen wir eben die andere Stadt mal an. Mal sehen, ob das funktioniert. Das wäre dann Sardis. Stadt erobern. Die 3, dann 4. Und Thermopylae losschicken. Ich glaube, Thermopylae hat sowieso keine Leute. Außer die haben sich von sich aus noch entwickelt. So, Geschwindigkeit hochstellen. Einfach mal gucken, ob es funktioniert hat. Sie haben Sardis erobert. Ach, Gott sei Dank. Oh, Bisu, Kriegsherr ohnegleichen. Unsere Armee hat in Sardis gesiegt und das Stadtoberhaupt Darius ist beschämt. Sardis ist nun unser. Um unseren Sieg zu feiern, können Sie ein Denkmal errichten. Na endlich! Bitte lassen Sie mich eine offene Forderung erfüllen. Hermes hilft uns bei der Forderung. Das ist lieb. Dankeschön. Olympia schätzt sie mehr. Siegreiche Krieger kehren zurück. Geschwindigkeit runterdrehen. Nun bin ich ja gespannt. Ich gucke jetzt erstmal ganz kurz wegen der Arbeitslosenquote. Wir sind noch bei 10%. Da sind nur neue Leute eingezogen, die gestorben sind unterwegs. Aber das ist nicht schlimm. Die haben noch zwei Waffen. Die haben zwei Waffen. Die auch. Die nur noch eine. Eine. Zwei. Zwei. Und zwei. Gut. Also braucht der hier noch neue Waffen. Aber ansonsten geht's recht gut voran. Nur noch Delos muss erobert werden. Endlich. Und Sardis sind jetzt Vasallen. Und jetzt gucken wir mal rüber. Sardis kauft Olivenöl, zahlt Tribut. 5 Holz. Immerhin. Haben oder nicht haben. Nun ist allerdings die Frage, wie viel wir brauchen, um Delos zu erobern. Sollte ich vielleicht noch einen Triremenhafen bauen? Ich könnte noch einen hinstellen. Oder auch nicht. Da würde einer passen. Aber da wird der Platz zu eng. Und hier unten passt auch keiner mehr hin. Nee, den müssten wir dann tatsächlich auf der anderen Seite bauen. Das machen wir auch einfach. Wir haben die Möglichkeiten. So. Spiel gespeichert. Das ist schön. Eine Sperre hier vorne mit hin. Amphipolis zahlt Tribut, Körbe mit Fisch kriegen wir, 400 Drachmen, 8 Marmorplatten, 6 Weizengarben, 5 Holzbretter und 4 strenge Wolle. Sehr schön. Ja, die ist ganz streng, die Wolle. Die riecht auch ganz streng, deswegen strenge Wolle. Ach, so, dann brauchen wir einen Triremenhafen. Sehr schön. Bauen Sie eine Waffenschmiede. Nix ist. Wir bauen jetzt erstmal noch ein Architektenbüro. Wisst ihr was? Ich reiß euch jetzt mal nochmal ab. Denn hier passen eigentlich mehrere hin. Dann machen wir das nämlich so. Bauen die Straße hier vorne mit hin. Reißen die auch wieder ab, soweit. Brücke wird zerstört. Neue Brücke bauen. Okay, und dann könnte später hier noch ein Triremenhafen stehen. Das ist völlig in Ordnung. Jetzt können neue Waffen kommen. Einmal für unsere Händler, einmal für unsere Schiffe. Datei. Speichern unter LP05. So, wie sieht's aus mit unseren Arbeitskräften? Gut, wir sind also immer noch nicht im Minus, was die Arbeitslosenquote angeht. Das ist perfekt. Dann warten wir jetzt auf weitere Rüstungen.